Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei den Simpsons mit Marge. So, wir müssen dann mal mit dem Herrn... Na, wie heißt denn der noch? Gute Frage. Entschuldigung, bitte. Ist mir egal, ob du aus New York bist. Du schießt hier für keine Zeitschrift Bilder von unseren Getreidekreisen. Nein, Cletus, ich bin's, Marge. Cletus, genau. Die Last mit dem Laster. Folge Cletus und sammle auf, was von seinem Laster fällt. Lass keine Gegenstände liegen. Okay. Marge Simpson steht zu ihren Diensten. Das schaffen wir. Oh, verursacht Schmerzen. Die Frage ist, wo fährt Cletus in den Norden lang? Oh. Hilfe. Okay, dann müssen wir doch ran. Uns lässt er nämlich auch nichts fallen. Ach ja, die Abkürzung genommen wir natürlich nicht. Komm schon. Ach du meine Güte. Ach doch. Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Ich würde sagen, nein. Deine tolle Zweitklässler. Das geht ja gut los. Okay, probieren wir es gleich nochmal. Na komm schon. Ich gebe mein Bestes. Jupp. Und wir wissen ja jetzt auch, dass wir ihn nicht rammen müssen. Sieh her, freihändig. Das drehen wir uns auch am besten an der Stelle nicht. Ein trauriger Tag für Statisten. Oh Mann. Das ist aber ein unwegsames Gelände. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ja, fahr doch da durch. Vorsichtig, Junge. Wild beschleunigen. So, er lässt doch bestimmt gleich wieder was fallen. In der Ecke war das doch letztes Mal genau. Aber durch das Atomkraftwerk durch? Juhu. Okay, Marge, genau nach Plan vorgehen. Augenblick, wer hat das da eingestellt? Das war ein Unfall. Oh, verflixt. Das Auto hat aber ein mieses Handling. Ich komme mir vor wie ein Duke-Student. Ja, aber nicht. Wir haben uns eindeutig das falsche Auto ausgesucht. Einmal probieren wir es noch mit dem und dann brechen wir, glaube ich, ab und suchen ich uns mal eine andere Kalle. Ich gebe mein Bestes. Ja, das glaube ich dir. Aber leider ist das Auto nicht wirklich für Verfolgung. Jetzt wünschte ich mir, wir wären versichert. Leg Eis auf die Wunde! Fliegen mit seinem Transporter. Besser aus, er fährt sich das noch nicht fest. Ein Atomkraftwerk muss ein bisschen aufpassen. Oh weia! Oh, geht schon wieder los. Okay, er hat einen Unfall gebaut, das ist perfekt. Und er. Ja, er fährt den 30 doch, komm. Oh, er kommt, schafft es. Ich brauch den Geschwindigkeitsrausch! Friss mein Pickup, du Stadtbewohner! Ja, ich kann das nicht so gut. Jo, er fährt sich fest, aber wir kommen gut durch. Es tut mir leid. Jo. Ja. Ich kann das nicht so gut. Keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Ist ja ganz gut, dass der auch nicht ganz fehlerfrei ist. Jetzt hätten wir schon mehr Probleme. Geht aber um Kurven mit seinem LKW. Komm, lass doch mal was fallen. Nein. Oh, das war so typisch, ey. Das war so klar, dass wir das nicht kriegen. Komm schon. Komm schon, ich glaube, wir hängen fest. Hoffentlich kommt nicht noch mehr. Das ist mir wirklich unheimlich peinlich. Jetzt nicht verlieren, ey. Jetzt bloß nicht verlieren. Wo? Nein! Ah, nein, verdammt. Ja. Wie gewonnen, Scheiße. So zerronnen. Da sind wir dran vorbeigefahren. Oh Mann.
Ach, das ist doch echt kacke. Das ist doch echt blöd. Und noch einmal. Nun lad mal ein bisschen schneller. Mann, Mann, Mann. So, jetzt sollten wir seinen Weg ja komplett auswendig kennen. Das letzte Paket habe ich echt nicht mehr gesehen. Das habe ich daneben auf der Karte gesehen. Der war schon zu spät. Ich habe mir gedacht, dann holen wir uns das halt später, aber bis er das letzte fallen ist, leider ging das nicht. Hast du Tomaten auf den Augen? Fahr weg da, fahr weg. So, komm schon, komm schon. Und nach links. Stadt von Amerika. Kurven will das Ding aber echt nicht gehen, ne? Hoffentlich sind die nicht verletzt. Komm schon, komm. Wir haben ihn wieder. Können wir doch keiner erzählen, dass sein Transporter da eine bessere Straßenlage hat als unser. Du liebe Zeit! Alter, dass du jetzt... Mann, verdammt! Oh nein! Hoffentlich hat sogar das noch keiner gesehen! Ey. Das wäre wahrscheinlich sogar eine Abkürzung gewesen. Wir sind wieder dran. Oder aber wieder was fallen lassen? Wow! So viele Leute haben Swimmingpools! Ach du meine Güte! Verdammt, verdammt, ja. Nein. Oh, das kann nicht angehen. Dass er das aber auch so dämlich abladen muss, ey. Das kann ich nicht. Oh, weia! Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Mist. Nein. Ah, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind noch dran. Ah, gerade eben, ey, das war aber echt knapp. Hab ich gewonnen? Ich hatte keine Ahnung. Puh, das war ja richtig knapp. Wir haben ihn fast ver... Wir haben uns fast ausgewischt, aber das war zum Glück da in dem Moment egal. Das ist mir... Was stand hier als Border jetzt hier? Hallo? Diese Ansicht, ey. Mann, Mann. Ach, Mann, jetzt ist er hier gespawnt. Ich wollte gerade sagen, das ist doch direkt neben mir gespawnt. Na gut, aber erstmal machen wir, glaube ich, was anderes. Guck mal, hier können wir einen Sprung machen. Versuchen wir das doch mal. Komm. So. Yeah. Ich kann das nicht so gut. Nee, hat man gesehen. Hey, hättest du lieber eine Zeitung mitten im Gesicht? Oh ja, lieben gerne. Oh, das Schild können wir nicht umfahren, aber Bäume können wir umfahren. Auch nicht schlecht. Okay, solche Bäume ja auch nicht, ne? Nee, die sind ja doch ein bisschen groß. Gute Wahl. Oder solche. Oh, Entschuldigung. Los, die Polizei. Liebe Zeit. Was können wir denn mit ihm machen? Lass mich nochmal ihn fragen. Achtung, jetzt wird Pflaster getreten. Rennen, 4 Wettrennen. Du musst eine ganze Runde fahren, bevor... Ja, klar. Ja, komm. Ich warne euch! Auf der Bahn! Auch wenn wir vielleicht nicht das richtige Auto haben, aber... Ach, das ist sowieso nur ein Zeitrennen. Mit einer kaputten Bringt Kiste... Bringt die bereifte Rostlaube von der Straße! Das Fahren ist echt schwierig bei dem Spiel. Kannst du immer wieder betonen. Du dir dabei? Nicht aufregen, Marjorie. Ganz ruhig. Marjorie, genau. Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. Oh. Tja, ich hoffe, dir doch ein Navi. Jetzt. Das war ein Unfall. Ah. Hast du Tomaten auf den Augen? Nein, nicht hinten, nur nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Nein.
komischerweise kommt dieses Hit and Run immer in den Situationen, wo es nicht gebraucht wird. Und zwar jetzt zum Beispiel. Ach schon! Ich sollte mich nicht darüber freuen. Nee, es sollte sein, wie ich da freuen sie sich drüber. Hit and Run Anzeige ein bisschen runter. Oh, das hatte ich gerade geputzt. Die Karre ist doch sowieso hinüber. Verdammt. Oh nein. Ich darf jetzt nichts mehr haben, ey. Das ist echt vorbei. Mit sensiblem Füßchen aufs Gaspedal. Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Na los, los, weiter! Mach, dass du wegkommst! Nee, gleiche Tour. Ah, da kommen sie. Okay, die kommen hinterher. Cool. Nein! Nein, 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 nein. Verdammt, verdammt, verdammt. Was? Willst du mich verarschen? Wo soll ich lang? Leg Eis auf die Wunde! Nee, nee, nee. Die Anzeige wollte mich doch verarschen. Oh Mann, was ist denn das für eine scheiß Anzeige? Ja, wir liegen ja schon über der Zeit. Kacke, da waren wir doch richtig. Ja, die Anzeige hat mich total irritiert. Ich hätte geschworen, dass ich noch mehr Zeit hatte. Ja komm, diesmal machen wir es nochmal, diesmal wissen wir ja Bescheid. Diese blöden Pfeile auf der Fahrbahn. Oder da an dem Atomkraftwerk. Den man in die völlig falsche Richtung gezeigt. Marge Simpson steht zu ihren Diensten. Oder vielleicht haben sie in die Luftlinie gezeigt, aber das war nicht der Weg. Ach du meine Güte! Keine Zeit, nein, Vorsicht walten zu lassen! Da kann das doch nichts werden. Hilfe. Oh, Junge. Das ist ein richtig mieser Tag. Ja. Ich habe keine blasse Ahnung, ob wir überhaupt noch in der Zeit liegen, ob wir das noch schaffen können. Das ist ja leider auch nicht wirklich ersichtlich. Sehr witzig. Oh, jetzt fahren wir uns zu Hause vorbei. Das ist vorhin nicht aufgefangen. Das tut mir leid. Nee, aber nicht. Wo lang? Oh Mann. Alles mit dem Navi ist echt ein bisschen Katastrophe. Nee. Mal zeigen die Pfeile an, mal wieder nicht. Scheiße, oh, weia. Das ist für teuer. So, diesmal nicht auf die Seite legen. Diesmal fahren wir auch wieder hier schön die Abkürzung. Also hier noch nicht, aber... Hit and Run diesmal. Theoretisch müssen wir jetzt wieder in der Zeit liegen. Gut. Okay, Vorsicht, gehen wir mal nicht so genau. Ups. Jetzt gleich nach den Pfeilen. Da lang. Ja. Die haben da gegen die Wand gezeigt. Also. Der Karte wird mir auch nach vorne das angezeigt. Ich sollte besser aufpassen. Ja. Ups! Was ist das denn überhaupt? Das? Warum musst du immer irgendwas anrempeln? Du legst es wohl auf eine Straßenschlacht an. In den Kassoleuten wird das gar nicht gefallen. Ich weiß auch gar nicht, wo das Ziel ist. Sollen wir das überhaupt schaffen? Mit dem Auto wahrscheinlich gar nicht, ne? Nun ja, hat zumindest Spaß gemacht. Dann lass mal. Das wird mich was kosten. Ist das wahrscheinlich?
wahrscheinlich mit dem Auto einfach schier unmöglich. Gut. Oder sehr schwierig. Doch kein Hit and Run? Ich dachte eben gerade. Oder haben wir die schon wieder abgehängt? Ich habe immer noch eine Kiste, ist aber wir haben... Nette Mädchen geben Vollgas! Oh, boah, schon redet man nicht so viel. Ich glaube, viel mehr Münzen brauchen wir eh nicht, weil... Im Moment habe ich noch nicht gesehen, dass wir die irgendwo für brauchen. Na gut. Dann lassen wir zu Cletus und dann machen wir mal die Mission. Hey, Cletus. Oh, wer ist das denn? Mensch. Du musst mir helfen. Ich muss herausfinden, was mit meinem Baby passiert ist. Tut mir leid, ich dachte, du wärst so ein Stadtgauner. Aber ich erzähl dir nichts mehr, bis du uns bei der Ernte geholfen hast. Erntezeit? Wenn ich hier Gartenarbeit machen muss, dann ziehe ich mich lieber um. Oder meine nächste Mission lautet, Matschflecken aus grüner Kunstseide waschen. Ja, jetzt brauchen wir wahrscheinlich... Genau. Kaufmarschs Gefängniskleidung im Quickie-Mart. Im Badzimmer oder in der Grundschule. Ja, alles klar. Können wir die Karre hier auch nehmen? Nö. Okay. Ist wahrscheinlich Bestandteil der Mission. Hab ich mir noch gedacht, dass wir uns jetzt kaufen müssen. Sieh her, freihändig! In irgendeiner Mission kommt das hier immer. Das sieht man da. Du musst auch irgendwo eine Quickie-Mart sein. War das nicht eben der Quickie-Mart? Das ist mir sowas von peinlich. Da, hier ist er. Hier ist er doch. Gut, dann holen wir uns das mal eben. Wo wir schon hier sind, ne? Können wir auch mal ein bisschen mit Apu schnacken.